Es geht nun weiter mit dem 19. Teil. Im 18. Teil hatte ich ja noch gesagt, dass ich hier noch mit der Pyramide, die ja noch fertig bauen möchte, aber mir ist jetzt der Holz ausgegangen. Deswegen werde ich jetzt hier auch mein Holz fahren. Ein Waldboden. Den will ich natürlich echt nicht machen, aber hier in Minecraft geht das. Das ging ja auch deswegen, ja, die würden irgendwie einpflanzen. Das ist ein Birkenwald. Das scheint ein reiner Birkenwald zu sein. Hier ist gemischt. Das hier ist ein Biom Forest. Ich muss halt gleich zu diesem Birkenwald gehen. Weil wir sonst auch Wooden Planks auch noch eine Pyramide bauen. Also mehrere Pyramiden aus verschiedenen Materialien bauen. Und hier man Blöcken wäre natürlich viel zu schwer, weil da kann man höchstens einen Block hoch machen. Was man über Diamanten findet. Das ist die Pyramide. Ich muss Holz sammeln. Noch andere Holzarten. Wir brauchen noch mehr solches Holz. Hier gibt es Holz. So ein Inventar ist das voll. Inventar ist voll. Das ist mein Haus. Oh, die Erde hier. Oh, Kohle, Moment. Ich muss hier weiter machen. Ich muss noch ein paar Äxte machen. Warum? Warum nicht? Ich weiß nicht. Was habt ihr für morgen? Morgen hab ich Holz. Morgen hab ich Holz. Muss ich wiederum alte Kleidung mitnehmen. Also die Pyramide hier platzieren. Sieht man auch eine Stelle aus, das ist hinten ein Birkenwald. Da
also ich habe immer zum vierten Mal. Und schon wieder gehen die Fackeln aus. Nochmal welche machen. Nochmal 36 Fackeln. Ich brauche nicht alle, aber die. Und ich muss mal wissen, wo ist die Steinpyramide? Ich müsste so viele Pyramiden wie möglich bauen. Auch verschiedene Holzmaterialien gelten. Oder gehen. Dass ich zum Beispiel eine Birkenholzpyramide bauen könnte und vielleicht eine normale Holzpyramide. Und erstmal. Erstmal habe ich diese Axt hier noch. Ah, die Insel geht ja noch bis hier. Natürlich, streng genommen, würde die bestimmt unendlich lang gehen, aber was man hier sieht von der Halbinsel.
ungefähr bis hierhin gehen. Muss ich sehen. Was ist das hier für ein Biom? Swampland. Das ist ein Sumpfgebiet hier. Mein Haus steht da, sind ein Sumpfgebiet. Mein Haus hier ist ein Sumpfgebiet gebaut. Da vorne steht das. Vielleicht hat er noch eine oder andere Samen. Ich noch ein paar Samen gebraucht. Kommt keine. Da ist einer. Drei Stück nur. So, drei Samen gemacht. Oh, ich habe aus drei Getreiden fünf Samen. Wieder neu anpflanzen. Hallo Opa! Boah! Da kommen immer ein paar mehr Samen als noch mal hinpflanzen. Hier immer noch Getreide hier. Ich muss hier neu anpflanzen. Jetzt habe ich hier ein paar mehr Samen. Oh, so viele Samen hier. Da ist schon wieder ein Getreide fertig. Ein Samen nur allerdings. Diese Getreide schon von vorne nicht mal fertig. Und jetzt ist das Ding fertig. Und jetzt kann ich daraus noch ein anderes Gehege machen. Hör auf, die Hintergrundgeräusche. Die gehen jetzt auf mehr von diesen Hintergrundgeräuschen. Muss ich irgendwie das Wasser da wegnehmen. Und den Ackerland brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ein Erdblock. Den Ackerland wieder weg. Den Ackerland wieder wegmachen. Und der verspringt hier, den Ackerland brauche ich hier nicht mehr. Hat nicht gehalten. Hat irgendwie nicht gehalten. Das ist mir das Weizentier. So ein paar Tiere anlocken. Schwein anlocken. Schwein. Nein, das macht er gar nicht. Lockt man das denn jetzt an, das Schwein? Mit Apfel? Oder wie lockt man Schweine an? Auch keine Reaktion. Wo macht das mit Weizen? Die Kuh verfolgt mich. Wie soll ich die Kuh da reinlocken? Okay. Gehege da. Hier rein. Nein, nicht raus, nicht raus. Ach, da hier schon zwei Packen platziert. Noch mehr Kühe.
Oh, das Schaf freut mich ja auch, aber nein. Die Kuh soll ja nur. Kuh oder Schaf freut mich. Ja, die Kuh oder Schaf. Rein damit. Los, 13. Hier, 13. Ja, die andere Kuh muss hier rein. Muss hier rein. Muss hier rein. Die Kuh soll hier rein. Ah, muss hier rein. Da ist eine kleine Kuh hier drin. Ja. Diese Kuh ist außerhalb, nicht mehr sie reinkriegen. Auto auf und hier rein damit. Nein, ich war auch nicht raus. Ich geh doch mal rein. Ich geh doch mal rein. Der ist drin. Jetzt wird es zu viel Fackeln hier. Und du musst dann jetzt bei den Patienten schon die sinnvollsten Hund- und Hintergrundgeräusche. Gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Hoffentlich einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich auch gerne freuen. Ich will auch mehr Abonnenten haben. Ich habe 19, will auch einfach mehr haben. Deswegen abonniert mich.